Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran seinen Propheten Muhammad so beschreibt: Du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um den Wert des Respekts. Das Festhalten an tugendhaften Moralvorstellungen und edlen Werten ist eine der wichtigsten Säulen für die Errichtung von Staaten und Zivilisationen. Denn Zivilisationen können nicht auf solide Weise aufgebaut werden, sind sie stabil und übertreffen andere Zivilisationen, es sei denn, sie basieren auf Moral und Werten. Allah der Erhabene sagt, er sei die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Er gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Vielmehr festigen und stärken die Gesellschaften ihre Bindung und ihr Miteinander durch die Achtung und Einhaltung ihrer Werte. Der Dichter sagt, Nationen erhalten ihre Existenz, solange sie auf Manieren gegründet sind. Wenn sich die moralischen Werte aufgelöst werden, verschwinden Nationen. Zitat Ende. So, es gibt keinen Zweifel daran, dass der Wert des Respekts einer der wichtigsten dieser edlen menschlichen Werte ist, die der Islam forderte. Und jeder Mensch möchte damit in Verbindung gebracht oder beschrieben werden. Unsere reine Religion ruft uns dazu auf, sich durch diesen Wert in all seinen Formen auszuzeichnen. Dazu gehört vor allem Selbstachtung. Also im Sinne, dass eine Person für ihr Ehrgefühl sorgt und sich dafür schützt, das zu tun, was vorzuwerfen oder was zu tadeln ist. Man muss so zweifelhafte Dinge meiden. Unser Prophet Muhammad sagte, das Erlaubte und das Verbotene sind eindeutig. Dazwischen gibt es unklare Angelegenheiten, über die viele Menschen kein Wissen haben. Wer sich selbst von diesen unklaren Angelegenheiten fernhält, bewahrt seine Religion und seine Ehre. An anderer Stelle sagt der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es ist für einen Muslim nicht angemessen, sich selbst zu erniedrigen. Der Schriftsteller Al-Qadi Al-Juryani sagte so, ich halte meine Ehre von Erniedrigung fern und ich halte es an sich für einen Gewinn. Man sagt mir, es ist ein Getränk. Ich sage aber, vielleicht. Aber die Seele des freien Mannes kann Durst ertragen. Das Licht, das mir zufällig erscheint, provoziert mich nicht. Nicht alles auf der Erde ist ein Genuss. Zitat Ende. Ein anderer Schriftsteller sagt, ich würde den Staub schlucken, damit kein arroganter Mensch seinen Stolz auf mich beweisen könnte. Der altarabische Dichter Antara sagte in einer Dichtung, ich sehe Beute und wenn ich will, nehme ich sie alle, aber meine Bescheidenheit und meine Würde halten mich davon ab. Zitat Ende. Eine der weiteren Fragen des Respektes ist der Respekt der Andersartigen in religiöser, ethnischer oder kultureller Hinsicht, indem ihre materiellen und moralischen Rechte respektiert werden müssen. Der andere hat so das Recht darauf, seinen Körper, sein Geld, sein Eigentum, seine Freiheit, seine Würde und seinen Glauben respektiert zu werden. Der Islam respektiert so alle Menschen, ungeachtet ihrer Religionen oder Rassen, und ruft dazu auf, Respekt vor allen Menschen zu zeigen und sie zu ehren. Allah sagt so, wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Sagt ein anderer in anderem Koranvers, es gibt keinen Zwang im Glauben. Ferner sagt, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten.
diese zeigte sich klar, als ein Begräbnis vorbeikam und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus Respekt aufstand. Man sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, der Tote ist ein Jude. Darauf antwortete der Prophet: Ist er kein Mensch? Die Älteren zu respektieren und zu ehren ist auch eine wichtige Form des Respektes. Der Prophet sagte: Wer zu unseren Jungen nicht barmherzig ist und unsere Ältere nicht ehrt, gehört nicht zu uns. Sagt auch: Behandelt die Leute ihrer Würde gemäß. Zitat Ende. Dieser Wert zeigte sich klar, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gefährten befahl, vor Sa'd ibn Mu'az aus Respekt aufzustehen, indem er zu ihnen sagt: Steht für euren Herrn auf. Andere Beispiele sind in diesem Zusammenhang wie folgt. Umar ibn Khattab sagte einmal: Abu Bakr ist unser Herr, der unseren Herrn Bilal befreit hat. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten über einen Baum befragte, der dem Gläubigen ähnlich ist, wo er immer seine Früchte mit Erlaubnis seines Herrn gibt und dessen Blätter nicht fallen, dachte Abdullah ibn Umar, Allahs Friede sei mit ihm und mit seinem Vater, an die Palme. Seine Antwort war richtig, aber aus Respekt vor großen Gefährten wie Abu Bakr und Umar ibn Khattab und da er noch jung war, konnte er nicht dem Propheten antworten. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede seien auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Zu den wichtigsten Respektsformen gehört auch der Respekt vor dem Lehrer. Im Islam müssen wir den Lehrer respektieren, ihn verehren, ihm gegenüber demütig sein und seine Rechte erfüllen. Allah der Erhabene verbindet sogar seine Zeugenaussage und die der Engel mit Zeugenaussage der Gelehrten, indem er sagt im Koran: Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahrer der Gerechtigkeit: Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Er sagte auch: So erhöht auch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Zitat Ende. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte so in einem Hadith: Wer einen Weg auf der Suche nach Wissen einschlägt, dem ebnet Allah einen Weg ins Paradies. Die Engel sinken fürwahr ihre Flügel vor dem nach Wissen Suchenden, aus Wohlgefallen an dem, was er macht. Für den Wissenden bitten fürwahr alle um Vergebung, die in den Himmeln und auf der Erde sind, sogar die Fische im Meer. Der Vorzug des Wissenden gegenüber dem Beter ist wie der Vorzug des Mondes gegenüber den übrigen Sternen. Die Wissenden sind die Erben der Propheten, und die Propheten haben weder Dinar noch Dirham, das heißt kein Geld, vererbt, sondern Wissen. Wer es nimmt, hat einen reichlichen Anteil genommen. Ein berühmter arabischer Dichter sagt in diesem Zusammenhang: Ich stehe zum Lehrer auf, um ihm großen Respekt zu erweisen. Der Lehrer könnte dabei ein Gesandter sein. Siehst du edler oder prestigeträchtiger als denjenigen, der Seelen und Verstand bildet? Der Wert des Respektes muss demgemäß in unseren Gesellschaften herrschen und sich schließlich in eine allgemeine Kultur unter allen Menschen verwandeln, also unter Jüngeren und Älteren, unter Männern und Frauen und so weiter. Auf diese Weise werden das Miteinander, der Fortschritt, das Wohlbefinden und die Stabilität in unseren Gesellschaften vorherrschen. O Allah, führe uns zur besten Ethik und bewahre unser Land und alle Länder. Dankeschön.